Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Update, diesmal wieder zu Cat's Lab. Der Preis, der hat sich ja wie in meinem letzten Video erklärt, verdreifacht. Die Gründe dazu kannst du in meinem letzten Video ansehen, schau da gerne mal rein. Seitdem hat sich der Kurs stabilisiert und pendelt sich aktuell bei 0,0052 Dollar ein. Dieses Niveau zeigt eine gesunde Konsolidierung nach dem starken Anstieg, was halt eben auch darauf hindeutet, dass der Token nun erneut auf einem stabilen Boden steht. Wie du hier sehen kannst, wächst Cat's Lab ordentlich weiter. Es hat beeindruckende Zahlen vorzuweisen. Die Community zählt mittlerweile schon über 18.600 Hodler, während beeindruckende 496 Millionen Slabs bereits ausgeführt wurden. Zudem wurden auch 85,4 Millionen Slabs in Form von Buybacks durchgeführt, was natürlich das Vertrauen des Projekts stärkt und auch den Kurs unterstützt. Und auch die Reichweite nimmt stetig zu, mit mehr als 4.000 Mitgliedern auf Telegram und wie du oben sehen kannst, über 11.000 Follower auf X. Das Interesse an Cat's Lab ist also ungebrochen und zeigt das enorme Potenzial des Projektes. Was ich ganz witzig finde, ist, dass es Deutschland mittlerweile auf Platz 2 der Länder mit den meisten Slabs geschafft hat. Das zeigt einfach, wie stark die deutsche Community hinter dem Projekt steht und auch aktiv zum Erfolg beiträgt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde den Meme-Faktor von Cat's Lab einfach genial. Und er trifft auch den Nerv der Community. Mit dem ganzen cleveren Marketing und auch einer starken Präsenz in Social Media hat das Projekt definitiv Potenzial. Die Mischung aus Humor, viralem Content und auch einer engagierten Fangemeinde, das ist ja ganz wichtig, macht Cat's Lab, wie ich finde, zu einem echten Highlight. Und wie das Team selbst vor ein paar Tagen gepostet hat, sind bzw. waren auch viele Wale dabei, eben in Cat's Lab einzusteigen und eben signifikante Beträge zu investieren, zum Beispiel über 10 Ethereum, das ist schon ziemlich krass. Und das zeigt einfach das hohe Vertrauen von diesen ganzen Großinvestoren und unterstreicht das enorme Potenzial, das Cat's Lab hat. Meine persönliche Strategie ist und war, wie ich in meinem letzten Video schon erklärte, da ich ja zu einem günstigen Kurs eingestiegen bin, habe ich bereits sehr gute Gewinne mitgenommen und ich habe ja auch schon angekündigt, dass wenn es unter 30 Millionen fällt, ich auch wieder einsteigen wollen würde und das habe ich auch getan. Als die Korrektur jetzt sich ein bisschen stabilisiert hat, habe ich auch etwas nachgelegt. An der Stelle ist das aber natürlich keine Anlageberatung. Meme-Coins wie Cat's Lab bieten hier wirklich spannende Chancen, aber sie sind natürlich auch immer mit einem hohen Risiko verbunden. Ich finde jedoch, es gibt einige Pro-Argumente. Es hat definitiv High Potenzial. Solche Meme-Talks leben ja von viralen Trends und können bei geschicktem Marketing, und das machen die ja, massive Renditen bringen. Und auch das Vesting-Modell und der Audit-Bericht, den ich ja schon in meinem letzten Video vorstellte, sprechen für die Seriosität des Projektes. Und ich finde auch solche einfachen Spiele und diese Länderwettbewerbsgeschichte sind clever, um halt einfach nochmal das Engagement zu fördern. Und wenn du also mit einsteigen möchtest, dann findest du den Link zum Projekt in der Videobeschreibung, nutze diesen am besten auch, um auf keine Scams reinzufallen. Verbinde dann einfach deine Wallet, eine bevorzugte, ob es jetzt MetaMask ist, Wallet Connect, Best Wallet oder Coinbase Wallet. Du kannst sogar mit Kreditkarte bezahlen, habe ich jetzt aber bisher noch nicht getestet. Und wenn dann das Projekt live geht, dann findest du auf der Webseite einen Claim-Button, dann kannst du die Token beanspruchen und dann weiterverkaufen. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, was mit dem Projekt passiert. Ich wünsche dir ansonsten einen wundervollen Tag, hohe Gewinne natürlich. Wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut.